Hallo liebe Klasse 7a und liebe Klasse 7b. Hier seht ihr zwei wichtige römische Persönlichkeiten. Auf der linken Seite Horaz. Er war einer der bedeutendsten römischen Dichter der augusteischen Zeit. Und auf der rechten Seite Mäzenas. Er war ein vertrauter und politischer Berater des römischen Kaisers Augustus und zugleich ein Förderer der Künste und jungen Dichter. Somit förderte er auch Horaz und beschenkte ihn mit einem Landgut. Das Landgut lag in den Sabiner Bergen und wurde deshalb auch Sabinum genannt. Horaz bedankte sich bei Mäzenas für das Landgut, in dem er für ihn Gedichte schrieb, beziehungsweise im Auftrag von ihm Gedichte schrieb. Schauen wir uns gemeinsam an, was Horaz von seinem Leben auf dem Landgut berichtet. Die farbliche Markierung weist euch auch darauf hin, welches sprachliche Phänomen in dem Text versteckt ist, nämlich das Gerundium. Beginnen wir mit dem ersten Satz. Scribendi causa me in villa recipio. Such bitte zunächst das Gerundium heraus und bestimmt den Kasus. Prima. Scribendi im Genitiv Singular. Das Gerundium ist in diesem Fall von causa abhängig. Bei causa handelt es sich um die Präposition umzu, die nachgestellt ist und mit Genitiv steht. Nicht zu verwechseln mit causa causae femininum, der Grund, der Prozess. Übersetzen lässt sich das Gerundium in diesem Fall mit umzuschreiben. Ich ziehe mich auf mein Landgut zurück, um zu schreiben. Jetzt wäre es natürlich noch interessant zu wissen, was Horaz denn genau schreibt. Und auch das können wir erfahren, nämlich Carmina Scribendi. Carmina ist das Objekt zu Scribendi und ist von dem Gerundium abhängig. Das Gerundium hat wie die Partizipien nämlich die Eigenschaften eines Verbes und kann somit Ergänzungen bei sich haben, entweder adverbiale Bestimmungen oder verschiedene Objekte. Carmina ist hier das Akkusativobjekt zu Scribendi. Im ganzen Satz heißt das dann, ich ziehe mich auf mein Landgut zurück, um Gedichte zu schreiben. Schauen wir uns den nächsten Satz an. Ebi multum tempus inveniendi mihi est. Nennt mir bitte das Gerundium und bestimmt den Kasus. Sehr schön. Inveniendi, auch wieder im Genitiv Singular, ist in diesem Falle von Tempus abhängig. Die Zeit zu erfinden oder die Zeit zum Erfinden, je nachdem, ob man es mit einem Infinitiv oder einem Substantiv wiedergeben möchte. Im Ganzen heißt das dann wieder, dort habe ich viel Zeit zum Erfinden. Auch hier möchten wir wieder wissen, was er denn erfindet. Und das wird durch Nova ausgedrückt, um neue Dinge zu erfinden. Wie ihr euch schon denken könnt, geht es hier natürlich nicht um technische Dinge, sondern es bezieht sich wieder auf seine Gedichte, um inhaltliche Erfindungen. Weiter geht's mit Et nullus clamor me incogitantur perturbat. Jetzt seid auch ihr wieder an der Reihe, nennt mir das Gerundium und bestimmt den Kasus. Richtig, incogitando. Hier haben wir das Gerundium mit einer Präposition in und dem Ablativ cogitando und das wird dann mit beim Nachdenken, beim Überlegen übersetzt. Heißt im Zusammenhang wieder, und kein Lärm stört mich beim Nachdenken. Wie denkt Horaz nach? Er denkt sorgfältig nach. In den beiden obigen Beispielen wurde das Gerundium jeweils durch ein Objekt ergänzt. Im jetzigen Beispiel wird es durch ein Adverb ergänzt, diligenter. Also
Und kein Lärm stört mich beim sorgfältigen Nachdenken. Und der letzte Satz, nam scribendi cubitus sum. Nennt mir bitte wieder das Gerundium und den Kasus. Schön. Scribendi im Genitiv Singular ist von cubitus abhängig. Cubitus heißt begierig und steht eben mit dem Genitiv. Denn ich bin begierig zu schreiben. Auch jetzt wollen wir wieder wissen, was er schreibt oder wie er schreibt. Scribendi versus bene. In diesem Fall wird unser Gerundium sowohl durch eine adverbiale Bestimmung als auch durch ein Objekt näher bestimmt. Denn ich bin begierig danach, die Verse gut zu schreiben. Jetzt fassen wir das alles noch einmal zusammen. Das Gerundium hat wie das Partizip Eigenschaften des Verbs. Es kann somit Objekte versus und adverbiale Bestimmungen bene bei sich haben. Ein erweitertes Gerundium ist als satzwertige Konstruktion aufzufassen. Ich bitte euch, diese Folie in euer Heft zu übertragen und wünsche euch dabei viel Spaß und einen schönen Tag. Macht's gut!